Hallo Fabio. Hey. Du bist Schweizer. Warum? Weil ich in der Schweiz geboren bin, mein Vater Schweizer ist. Du machst Comedy und bist deswegen natürlich auch privat immer super lustig, richtig? Nein. DJ Bobo oder Stefanie Heinzmann? DJ Bobo. Brettspiele oder Konsole? Hört man das? Dass er sich. Psst. Beides, Brettspiele. Gibt es Tabuthemen im Stand-up? Nein, wenn man es gut rüberbringt, gibt es keine Tabuthemen. Und niemand verletzt. Man sollte auch. Ja, nein, gibt es nicht. Du darfst nur noch eine einzige Farbe tragen. Welche wird's? Oh, ist keine Farbe, aber schwarz. Wie sieht Selfcare bei dir aus? Self-Care, das heißt Friseur, Duschen und Chillen im Bademantel. Welcher Comedian bringt dich zum Lachen? Louis C.K. und Dave Chappelle, Amerikaner. Wie oft wechselst du deine Zahnbürste? Die ist elektrisch, also von daher der Stab bleibt und ansonsten bis sie verfranst. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Was würdest du gern besser können? Besser können, besser lügen. Welches Publikum ist leichter zu bespaßen, Schweiz oder Deutschland? Deutschland. Wo bist du noch nicht tätowiert? Im Gesicht. Such dir schnell ein Tier aus. Hase, Hund oder Taschenkrebs? Hund. Welches Wort aus dem Ruhrgebiet klingt für dich als Schweizer am schönsten? Kusselkopp, Durchfrickeln oder Ömmes? Was war das erst nochmal? Kusselkopp, Durchfrickeln oder Ömmes? Kusselkopf. Was heißt das? Lockenkopf. Weiß nicht. Wer ist körperlich besser in Form? Du oder Felix Lobrecht? Müsste man messen, aber ich glaube momentan Felix. Dein Gesicht, wenn du an die 1 Live Hörsaal-Comedy denkst. Etwa so, würde ich jetzt mal sagen. Bisschen übertrieben, aber passt. Das kennen wir, das mit dem Stillbleiben. Tschüss.